Hallo und herzlich willkommen zurück bei Age of Wonders 3. Wir haben das letzte Mal ein paar unserer Gegner eliminieren können. So ein bisschen zumindest. Verlag direkt war es nicht, es waren ja die Elfen. Aber wir können jetzt mal hier weiterschauen. Und ich sehe hier zuerst, dass ich mal mit Edward Portsmouth hier auf dieses Feld ziehe. Und mal schaue, was da am Boden liegt. Das hat mich beim letzten Mal schon interessiert. Und zwar ein Gewehrprototyp. Musket abfeuern. Er hat halt schon eine Muskete, ne? Deswegen lasse ich das erstmal liegen. So, aber da könnte sich sie ja mal bedienen. Dann hat sie auch eine Muskete, das ist sicherlich nicht verkehrt. So. Ach ja, genau, hier bin ich schon weggezogen, das letzte Mal, nachdem ich hier angegriffen worden bin. Goblin-Schwarmschleuderer ist gut, kann man mehr produzieren. Er wartet da jetzt einfach mal. Und unser Plan war jetzt, uns hier drüben mal breit zu machen, ne? Und das, da können wir mal alles machen. Irgendwo hier muss es, ich sag's nochmal, für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, irgendwo hier muss es eine Höhle geben. Ich glaube fast hier. Na, alter Schwede, ich komme hier von hinten an die Stadt ran, sehe ich jetzt erst. Also glaube ich zumindest. Wenn hier kein, ne, könnte sein. Aber trotzdem, irgendwo hier muss es eine Höhle geben, in der der gesuchte Gegenstand ist, in die ich mit ganz vielen Leuten aber rein muss. Weil da gibt es Widerstand. So, nächste Runde. Neuer Tag bricht an. Ist hier unten irgendwas passiert? Nein. Da bin ich ein bisschen Schiss davor. So, und jetzt hebt sie nämlich die tolle Muskete hier. Gegenstände am Boden, da hören wir doch auf. Ich bin halt einfach nur zu dumm zum Hingucken, genau, ne? Die Muskete hatte er natürlich schon. Aber hier liegt noch viel mehr am Boden rund. Ein Höllenhund. Und hochhackige schwarze Lederstiefel, die natürlich der Larissa bestimmt besser stehen würden als dem Edward, aber zu ihm passen sie besser. Höhere Nahkampfstärke. Höhere Schild, also Schildresistenzen. Das nimmt sie auf jeden Fall, bin ich der Meinung. So. Und was ist das da? Diebeskutte, Kopfbedeckung, Gegenstand, Nachtsicht. Die kriegt sie auch. So, und das nimmt sie jetzt auch alles mal so schön in die Hand. Gut, und dann geht sie zurück. Über die Eilbeeren, weil ich habe nicht irgendwie echt Schiss, dass das hier unten angegriffen wird, solange ich hier oben rumlaufe. Und er nimmt sich den Rest, ja. Ich habe natürlich nur hier hingeguckt und nicht dahin, wo es eigentlich der Fall ist. So, dann machen wir ihn mal so mal ein bisschen kampfstärker. Dahin. Dahin. Hochhackige Stiefel für den Edward. Ach Gott, und der hat schon einen Höllenhund. Naja, lass mal den Höllenhund mal liegen. Das ist, glaube ich, alles abgefallen, als wir diesen Elfenfuzzi erschlagen haben, ne? Der hatte das wahrscheinlich dabei. Tja, gut. Goblin-Wagreiter ist gut. Bauen wir weiter. Bliede. Wo sind wir denn hier unten in der Menschenstadt? Ich glaube, ich baue endlich mal eine Steinmauer dahin. So, und die hier, die bewegen sich jetzt mal da drauf. Und guck, was haben wir da? Da haben wir drei Goblin-Gauner. Kenne ich noch gar nicht, diese Art Einheit. Aber um da anzugreifen, effektiv, sollte ich noch ein bisschen was rüberziehen, habe ich das Gefühl. Und zwar ziehe ich die dann einfach mal rüber, mal einschiffen. Und ja, später dann. So, nächste Runde. okay, Schwarmschleuderer produzieren wir weiter. Was ist hier los? Da rennt ein Unabhängiger rum, der unbedingt aufs Gesicht haben möchte. Oder sind mir die irgendwo abtrünnig geworden? Kann natürlich auch sein. Ich habe hier drei Schwarmschleuderer und das sind Plünderer. Komme ich mit denen bis ran? Ja, ich komme mit dem bis ran. Das heißt, ich ziehe da mal zwei dazu. Und ziehe da mal drei hin. Ich will es nicht ganz unbewacht lassen, das Ganze.
zieh die zusammen. Mach diesen Kampf mal. Und einfach, weil es neue Runde ist wieder, also neue Aufnahme. Ganz schön laut. Mache ich es einfach mal nicht automatisch. Auch wenn der Kampf jetzt natürlich taktisch oder sonst was nicht viel zu bieten hat. Ich habe einfach Lust drauf. So. Wahrscheinlich schaffe ich sogar noch den Kampf so zu verlieren, ne? Nee, das kriegen wir schon hin. So, habe einfach mal Lust damit anzufangen mit einem richtigen Kampf. Also mit einem richtigen Kampf ist natürlich auch sehr relativ, aber mit einem manuellen Kampf eben. Einfach auch, um mich an die Links-Rechts-Klickerei wieder zu gewöhnen, ja? Weil das ist nach wie vor eine der größten Hürden für mich in dem Spiel. Man bestätigt alles mit der rechten Maustaste und mit der linken Maustaste, die man ja normalerweise zum Bestätigen benutzt, ja, bricht man alles ab. Und das finde ich nach wie vor unmöglich. Ich glaube, man könnte es vielleicht sogar umbelegen in der Steuerung, aber so weit geht es dann doch nicht. Das würde ja das Alter, der hat es überlebt, das würde ja das Spielerlebnis abwandeln, quasi, ne? So, der begeht jetzt Selbstmord. Sehr schön. Und ja. Einfach weil wir es können, ne? Ziehe ich dann später dahin zurück. So, Schwarmschleuderer und ein Wagreiter als nächstes ist gut. Riesenkäfer, das ist auch gut. Und hier haben wir echt einen vollen Stack, den wir mal so langsam mal irgendwo ranholen können. So. Einen Schrecken können wir beschwören und den hänge ich mir mal. Den hänge ich mir mal damit rein in die Armee. Ach, das geht wieder nicht, ne? Kann das nur in zu solchen Armeen hinstellen. Also wo meine Helden sind. Oder auch nur auf meinem Land, ich weiß es nicht. Die wartet mal eine Runde. Und die kombinieren wir. Und jetzt haben wir hier, denke ich, genügend. Und das da. Lass sie laufen. So, und das ist ein Kartografenzelt, oder was? Guck mal her. Belohnung nehmen wir. Wir haben hier nochmal hochhackige schwarze Lederstiefel. Edward! Na gut, na, die kann ja Larissa dann später mitnehmen. Und ja, das war's dann eigentlich. Apropos, kann Larissa mitnehmen? Ich kann Larissa eigentlich wirklich... schicke ich sie direkt mit rüber? Nein, ich lasse sie nochmal hier erstmal. Obwohl, wenn... ich schiff sie mal ein, das ist ja nicht so schlimm. So, nächste Runde. Ich lasse sie jetzt nicht mit erkunden, aber ich will sie hier auf jeden Fall die Stiefel holen lassen, einfach. Na? Einfach, weil es geht. So. Das klang jetzt sehr nach diesem Zauber, von dem ich gerade nicht mehr weiß, wie er heißt. Blitzsturm. Aber, wer weiß schon. So, Schwarmschleuderer. Brauchen wir mal wieder zwei, drei Riesenkäfer. Und ich sollte natürlich weiterhin... Ah, noch vier Runden. Das spare ich mir auf. Ich beschwöre jetzt hier nichts Neues. Ich arbeite dann nur mit denen hier, mit den Frostelementaren erstmal. Also schau mir die erstmal an als nächstes. So, hier mein Mana-Vorrat. Was das ist, weiß ich nicht. Aber da hinten sehe ich einen Schatz, den ich mir holen werde. Hochelfen-Berserker, auch gut. So, die 5 ziehe ich jetzt auch einfach mal Richtung vor schon mal. So, Armeebewegungen bestätige ich mal mit M. Ja, dann haben wir die hier bald so in der Stadt. Kann ich dann eigentlich, die kann ich eigentlich auch schon mal rüberschiffen. So, ein neuer Tag bricht an, obwohl ich natürlich aufpassen muss, dass ich hier unten mir jetzt nicht irgendwie ein Ei lege, ne? So. Jetzt holt sich Larissa ihre neuen Schuhe ab, schnell. So. Und ich werde es aber tatsächlich erstmal wieder rüberbringen. So, Wagreiter, weiter produzieren ist gut. So, hier mal eine Steinmauer, das gibt schon mal ein bisschen... Bisschen Beruhigung. Halle der Ritterlichkeit. Bauen wir auch. So.
Und wir müssen hier schon auch hier ordentlich was stehen lassen, damit Verlag nicht auf die Idee kommt, uns in den Rücken zu fallen, wenn wir hier in die Höhle gehen. Die ich ja auch noch nicht entdeckt habe, ne? Was ja auch noch aussteht. So, und dann, ja, genau, ihr könnt euch einschiffen schon mal. Ah. Oh, und da geht's Richtung Verlag, ne? Okay. Okay, dann zieh ich mal dahin. Möchte mal wissen, was das ist. Und das könnte der Höhleneingang sein, ne? Der betreffende, wo Verlag den Mist drin versteckt hat. Jetzt natürlich überlegen könnte, wirklich direkt mit Larissa reinzugehen. Hm. Ich aber das definitiv rüberziehe. Ah. Okay. Das ist natürlich nicht so gut hier. Ich zieh die mal zusammen. Und ich ziehe Larissa trotzdem wieder aufs Pot. Hier ändere ich schon mal ab. Bin da jetzt mehr oder weniger aus Versehen drauf gekommen, aber es ist ja nicht verkehrt, das jetzt direkt mal zu machen. So, die Armee ist beeinflusst durch Blitzsturm, das haben wir ja schon mitbekommen. Den beschwöre ich jetzt übrigens auch. So, diese Armee ziehe ich hier rüber an Land. Diese Armee kommt da rüber. Und dann ziehe ich nämlich den lieben Edward mit rüber. Und dann schauen wir mal mit 3 bis 4 Stacks da rein. Und den Rest muss man hier drüben halt irgendwie sichern. So, der bleibt sitzen. Hier haben wir jede Menge Schwarmschleuderer. Die ziehe ich hier mit hin. Ja, genau sowas habe ich nicht befürchtet. Dass der anfängt hier Rabatz zu machen, wenn ich hier... wenn ich hier zu viel da drüben habe, ne? Ich meine, das ist jetzt noch nicht schlimm mit Zweien. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass das hier, ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Nicht so prickelnd aussieht, deswegen ziehe ich diese Schwarmschleuderer einfach mal auf die Eilbeeren. Und direkt darunter, dass ich hier schon mal ein bisschen mehr wieder stehen habe. Hier die Stadtverteidigung ist äußerst dürftig. Huiuiui. Ja, ich kann da jetzt auch keinen Rückzieher machen. So, was tut er? Das ist jetzt die große Frage. Er hat da einen Lehrling nur stehen, was natürlich jetzt nicht so... Okay, er schifft sich auch ein. Und die hier kriegen ordentlich eins auf den Deckel, so wie es aussieht. Okay. Also ich denke mal, den kriege ich relativ... Niederlage ist wahrscheinlich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ehrlich gesagt schon gedacht, dass ich den platt hauen kann, einfach so. Dann machen wir ihn so halt platt. So, das passt dann soweit. So, und hier haben wir so ein 6er Stack. Und ich komme da doch bestimmt mit mindestens 2 Stacks ran, oder? Kommen mit 2 Stacks ran, ein 5er und ein 6er. Der sieht eigentlich nicht so gesund aus, der Stack. Die will ich hier eigentlich zusammenziehen. Ja gut. Trotzdem sieht es machbar aus. Wenn ich hier angreife, oder? Das sieht machbar aus. Das würde machbar aussehen. Könnte ich angreifen? Ich bin so ein Depp. Mir fehlt natürlich der letzte Bewegungspunkt wieder. Dieser eine letzte Bewegungspunkt. Oh Mann. Gut, hier werden weiter Wagreiter produziert. Das ist okay soweit. Naja. Sollte man sich mal überlegen, ob ich hier nicht vielleicht...
Gehe ich mit Larissa rein oder gehe ich mit ihm rein? Das weiß ich immer nicht so genau. Oh, ja, ich ziehe mit beiden ran.